Heute soll es mal tatsächlich wieder um Haare gehen. Altera hat was Neues rausgebracht, eine Lockenserie. Zwei Produkte aus der Lockenserie habe ich mir gekauft. Ich bin nicht wirklich guter Dinge, ob das jetzt funktioniert bei meiner Haarstruktur. Wir probieren es trotzdem mal aus. Ich bin da knallhart. Ich würde aber einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wer so meine Haarstory kennt, weiß, da verstecken sich Naturlocken. Jetzt sind meine Haare schon so alt, kann man an der Stelle sagen, ich muss sie waschen. Also da sieht man dann halt auch nichts mehr. Ne? Ich habe gesehen, oder die liebe Shenya bei mir aus dem Discord hat mir mitgeteilt, dass Altera eine Reihe hat mit Proteinen. Proteine sind gut, wenn du ein Haar hast, das relativ dünn ist und was schnell reißt. Und so sind halt meine Haare. Und ist gerade gut bei Locken beispielsweise. Und das soll so aufgebaut sein, dass man damit halt echt die perfekte Pflege hat. Curly Girl mäßig, voll gut und so. Ich bin eigentlich jemand, ich brauche Sulfate im Shampoo. Ich brauche das. Und hier steht drauf, dass da keine Sulfate drin sind. Ich habe auch unter dem Produkt bei Rossmann auf der Homepage nichts Gutes gelesen, muss man sagen. Gar nichts Gutes. Ohne Alkohol, ohne Sulfate, ohne Silikone. Silikone verwende ich eh schon lange nicht mehr. Ich glaube, die Spülung, die wird eher was sein. Ich verwende aber jetzt mal beide Sachen. Und ich gebe da auch nicht so schnell auf, weil wenn beide Sachen, also das Ergebnis, das wir heute sehen, bei mir nicht funktionieren, dann werde ich mit einem festen Shampoo drüber waschen. Ich muss das probieren. Ich bin da knallhart. Wir probieren das heute mal zusammen. Ich nehme euch einfach mal mit ins Bad, um zu gucken, was wir da so hinkriegen. Und ja, ich bin etwas ängstlich, weil ich hasse das, wenn ich meine Haare danach nochmal waschen muss. Ich werde auf jeden Fall meinen Haarföhn mitnehmen. Und wenn ich mit dem Haarföhn merke, dass das nicht funktioniert, sprich meine Haare nicht trocken werden, da weiß ich dann schon, oh shit. Oh shit, die sind zu fettig. Aber jetzt warten wir mal ab und gucken mal, was wir so hinkriegen. Also ich wasche meine Haare so alle 3 bis 4 Tage. Jetzt ist schon wirklich krass drüber und sie sind halt echt auch fettig. Ich bin jetzt gespannt, ob dieses Shampoo, das da, ob das halt wirklich auch das Fett aus den Haaren spülen kann. Bin ich halt wirklich gespannt. Ich bin so ein bisschen so, ich habe so gemischte Gefühle, weil ich bin jemand, wenn man nochmal die Haare waschen muss, wenn das alles schief gegangen ist, ich bin dann meistens nur so ein bisschen stinkig. Aber jetzt gehen wir mal die Sache ein. Ich bin schon so ein bisschen nie. So. Muss ich jetzt gerade kurz gucken, was da war. Die Spülung ist verkehrt herum. Das Shampoo ist so. Okay. Die Konsistenz ist jetzt schon sehr, sehr cremig. Sehr, sehr cremig. Und der Geruch ist jetzt nicht meiner. Also ich bin da eben so Düften inzwischen sehr empfindlich. Dass das jetzt zum ersten Mal nicht funktioniert, denke ich mir halb. Bei mir meistens so, aber wenn es gar nicht funktioniert, das ist schon mal krass. Das scheint ja gar nicht. Oh wow. Oh wow. Also ich wasche meine Haare meistens schon auch noch mal eine zweite Runde, das muss einfach sein. Ah, das ist sehr, sehr cremig. Also ich kann mir das, also ich werde das wahrscheinlich auch meiner Mutter vermachen. Und die hat immer richtig trockene Haare. Und da kann ich mir das vorstellen, dass das funktioniert. Ein bisschen nachhelfen mit einer besseren Massage. Und noch eine Runde. Also die Runde Nummer 2 scheint jetzt.
aber es ist immer noch extrem reichhaltig. Du hast so ein bisschen das Gefühl bei dem Shampoo, wie als würdest du dir Creme auf den Kopf schmieren, so. Das ist ja richtig herb. Das ist ja richtig, richtig krass. Also werde ich auf jeden Fall gleich versuchen, das auch richtig auszuwaschen. Aber so richtig, richtig. Oh je. Schon mal Punkt 1. Das Shampoo macht bei meinen Haaren nicht kitschsauer. Das ist nicht gut. Also, ich habe ja schon gesagt, du hast so das Gefühl, wenn du das in die Haare gibst, dann hast du wie so Creme in den Haaren. Ich könnte mir vorstellen, so eine Kombination aus festem Shampoo und dem, das könnte gehen, das könnte klappen. Aber wir wollen jetzt mal rauskriegen, was dabei rauskommt, wenn ich beide Sachen anwende. Also die Lumpencreme habe ich nicht. Die kann ich nicht anwenden, das geht nicht. Davon verwende ich jetzt nicht so viel, weil das ist relativ dick. Im Gegensatz zu der Spülung, die ich sonst immer verwende, ja nicht an den Haaren wird. Ja nicht an den Haaren wird. Ja, nicht an den Haaransatz. Das geht gar nicht. Ja, nicht an den Haaransatz. Wasche ich das jetzt auch noch mal kurz aus? Ja, wo sind meine Locken? Also ich habe jetzt nichts mehr reingetan, was positiv für meine Locken ist, weil ich eben einfach die Wirkung von den beiden Produkten hier zeigen wollte. Und da fällt es bei mir mal ein bisschen mau aus mit den Locken. Ich habe so einen Schaum, der richtig cool ist. Und muss natürlich auch darauf achten, nicht zu viel Fett in meine Haare zu packen. Das hier kann ich definitiv nicht immer verwenden. Aber für ab und zu mal, why not? Also, dass ich zum Beispiel hergehe und das mit einem Shampoo mit Sulfaten zusammen, weil ich wasche eh immer zweimal meine Haare. Und wenn ich dann das Shampoo mit Sulfaten zum Reinigen verwende oder das zuerst verwende und das Shampoo mit Sulfaten als zweites, damit ich so einigermaßen das, was zu viel ist, damit rauswaschen kann, so mal gucken. Ich werde da auf jeden Fall noch ein bisschen rumexperimentieren. Man kann es aber auch alleine machen und das habe ich jetzt ja auch gemacht. Allerdings ist natürlich das Ergebnis viel schwerer. Viel schwerer, weil dieses Shampoo, das ist wie eine Creme, das habe ich noch nie erlebt. Und das schäumt jetzt nicht so unwahrscheinlich stark, weil halt die Sulfate fehlen. Die Spülung ist auch extrem fest und da bin ich auch so ein bisschen hergegangen und habe mir gesagt, jetzt will man nicht so viel rein, weil von dem Shampoo ja schon relativ viel Pflege gekommen ist. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass ich zum Beispiel diese Spülung zu einem festen Shampoo nehme, was Sulfate hat, was dann ein bisschen besser reinigt. Könnte was sein. Oder dass ich zum Beispiel sage, ich nehme nur das Shampoo und keine Spülung, weil das brauche ich nicht notgedrungen, weil da danach sind meine Haare schon sehr, 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 sehr gepflegt. Und mich stört das jetzt nicht, dass das schwerer ist, weil ich bin eh schon jemand, der an Tag 2 wieder Trockenshampoo braucht. Und das Trockenshampoo bringt jetzt natürlich dann auch wieder ab Tag 2 dann in die Stabilität. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht ganz so lang damit jetzt aushalte. Und meine Locken, wie gesagt, sind natürlich jetzt nicht so vorhanden und ich habe sie jetzt auch nicht ganz trocken gekriegt. Immer wenn ich die mit einem Diffusor föhne, da habe ich nur Wellen. Ne, also immerhin wählen, aber ja, es ist okay das Ergebnis und jemand mit dickeren Haaren hat vielleicht mehr davon, aber ich würde echt sagen, Finger weg von der regelmäßigen Wäsche mit dem Shampoo, sondern so hin und wieder mal reinmischen, weil es hat halt doch schon viel Proteine und man merkt das, ich merke das in den Haaren, das ist so ein bisschen, mein Haar fühlt sich so ein bisschen fester an, weil Proteine machen das Haar ja so ein bisschen fester. Kennt ihr die Serie schon? Habt ihr Erfahrungen mit der Serie gemacht? Schreibt es unbedingt unten in die Kommentare. Das war jetzt natürlich ein First Impression. Ich kann jetzt nicht sagen, was das auf lange Sicht ist. Aber wenn ihr auf lange Sicht Erfahrungen gemacht habt, gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich ab.
Sag danke fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.